Zucker im Tank. Das war ein sehr, sehr netter Hinweis. Lieber Gulliver. Ein Drink bitte. Hast du Geld dabei? Dachte ich's mir. So wie du rumläufst. Warum sagen das immer alle? Komm wieder, wenn du Geld hast. Für Durchreisende lasse ich nichts anschreiben. Ja, okay. Was gibt's auf dem Schwimmmarkt noch alles zu sehen? Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Ah ja, okay. Wie war das gleich mit diesen Schnabeltierkämpfen? Das Schnabeltier-Bataka ist ein tödlicher Wettstreit. Ein Kampf auf Leben und Tod. Ah ja, okay. Kann die Jukebox nicht mal einen anderen Song spielen? Wieso? Das ist doch jetzt schon wieder ein anderer Song. Bist du sicher? Dieses Gedudel kommt mir doch sehr bekannt vor. Sag nichts gegen meine Jukebox. Da sind nur Klassiker in der Playlist. Am liebsten mag ich das Paarungslied der Schrottkrabben. Allerdings nur, wenn die Tür zu ist. Ich hab schon genug Beschwerden über Krebsbisse. Okay. Ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung hier unterschreiben. Eine Erklärung? Was? Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi-Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können. Im Fall von Haarausfall, Nasenschleimhautverätzungen. Was? Spinnenbissen, Rattenbissen, Wolfsbissen, Lepra, Schuppenflechte oder jedweder Verfluchung durch ein indigenes Naturvolk. Wer würde so einen Quatsch denn unterschreiben? Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Darelef da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch Pläne. Ich habe auch einen Plan. Den Plan, nicht als Feigling dazustehen. Er mit dem Stift. Du musst das nicht machen. Das weißt du, oder? Ich habe noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Garlef ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich. Alter, was geht denn da ab auf der Toilette? Was ist denn das für eine Toilette? Sind die hier oder was? Alter, was geht denn da ab? Das interessiert mich jetzt. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ich will wissen, was auf dieser Toilette ist. Ja, bis später. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Ich will auf diese Toilette. Toilette! Verschlossen. Ich will auf die Toilette. Verschlossen. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Nee, ich will auf die Toilette. Na toll. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Na super. Ganz toll. Ja. Und übrigens spielt er schon die ganze Zeit das gleiche Lied. Das nervt. Ist hier sonst nichts. Was? Okay, dann, gut, dann gehen wir mal nach oben. Ist hier oben noch irgendwas? Rotz nicht in meinen Becher, das ist eklig. Alter Falter, ey. So, was? Okay, gut, dann gehen wir mal raus. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um, würde ich sagen. Das hat jetzt aber geruckelt, wie der rauskam. Das werde ich jetzt den ganzen Tag im Kopf haben. Mr. Pokémon. Gondolio Poki. Los Pokos. Entschuldigung. Nehmt mich bitte nicht für voll.
Gondel! Notenständer. Ein Notenständer? Oh oh, das verheißt nichts Gutes. Ah ja, gut. Dann gehen wir mal zu den, wo auch immer hin. Der Generator. Warte mal. Der Generator. Komm, machen wir mal hier. Komm. Das ist wie Zucker für irgendwas. War ja dieser heiße Tipp. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Alter! Ah ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Okay, ach, das Schild ist auch aus. Jetzt gehen wir nochmal rein. Komm, jetzt gehen wir nochmal rein. In die Spelunke. Oh. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen muss. Oh nein, nicht schon wieder. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Mach da wieder gleich. Oder so. Irgendwie war das doch. Das hatten wir doch schon mal. In Teil 1. Ist hier irgendwas? Komm, Galef. Jetzt aber. Schnick, schnack, schnuck. Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau. Los! Warum ist er so hell beleuchtet? Ach so! Hast du den Schlüssel für die Spelunkentoilette? Ja, aber ich brauche ihn noch. Ich habe da eine Wette am Laufen. Du hast gewettet, dass du die Toilette benutzen wirst? Ja, aber noch konnte ich mich einfach nicht überwinden. Hast du etwa Schiss? Noch nicht genug. Ach Mann, ich will spielen, aber dafür brauchen wir diesen Handschuh. Okay. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Mach das. Okay, naja, gut, okay. Ich denke mal, hier kommen wir nicht weiter. Alex, der Jukebox-Zwerg. Schön, schön. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Ach so. Ach, das leuchtet wieder. Naja, egal. So, dann gehen wir mal hier lang. La, 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 la. Ah ja, wo sind wir denn hier? Ach, ein Periskop. Was? Eine Turnierhand! Es muss eine dieser echten Turnierhände für Profi-Schnick-Schnack-Schnuck sein. Ich muss unbedingt an Bord dieses Tauchboots gelangen. Ah ja, okay. Oh, Salemio! So, ich hab grad Obo. Eine Antenne! Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Und wer ist prädestinierter dazu als Rufus, der Lässige himself? Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Oder bei anderen Dingen? Haben wir jetzt die Antenne mitgenommen? Okay. Gut, hier haben wir nichts mehr. Ist hier noch irgendwas? Gucken wir mal. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ah ja. Gut. Gehen wir da mal hin. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Was kannst du nicht? Du sollst doch nur da durchgucken. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Beobachtet. Ja. Dann. Zu für meinen Geschmack. Kann man das irgendwie aufmachen? Mit einem Schraubenzieher, komm. Zu für meinen Geschmack. Wisst ihr, warum man nie
an manchen Tagen in einen Zoo reinkommt, na, weil da Zoo steht. Oh Gott, war der schlecht. Oh. Naja, egal. Entschuldigung für diesen schlechten Witz jetzt. Zu für meinen Geschmack. Ja, ist ja gut. Ist ja alles gut. Alles gut, Rufus. Karte. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, dann gehen wir halt mal da lang. So. Oh, wo sind wir denn hier? Ein schönes... Also das ist ein Riesenmesser, Alter. Alter Falter, was haben wir hier? Kann man hier irgendwo drauf? Tür. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Was ist denn das? Das sieht, alles klar. Gut, was haben wir hier? Wer auch immer dieses Rohr designt hat, hat eine erfrischende Respektlosigkeit gegenüber jedem Sinn für Effektivität an den Tag gelegt. Ah ja. Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Alter, ist das ein Laberarsch, ehrlich? Ach Mann. So, die Tür. Schön, mit dem Schädel. Mit dem Totenkopf. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, ich verleihe nichts an Nachbarn. Dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn statt Milch Blausäure... Was zum... Wer bist du? Alter! Was ist denn mit der los? Ist doch alles gut. Wir können doch Freunde sein. Alles okay. Wer bist denn du? Alles okay. Nimm doch die Waffe runter. Lass uns doch reden und einen Tee trinken. Und lecker Kekse essen. Aber warum? Ich hab dir doch gar nichts getan. Kennst du Captain Boso? Ist das die Freundin von Boso? Soll das die Freundin von Boso sein? Das glaube ich nicht. Ich glaube, Boso nimmt doch nicht so eine Freundin, oder? Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben. Alter, was ist denn los mit dir? Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für nervende Hausierer. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee, genau. Ach du liebe Zeit. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst, sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Was ist denn los mit der? Warum ist die denn so aggressiv? Was ist denn los? Mein Gott, ist ein Snickers. Meine Fresse. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Alter! Kennst du Captain Boso? Captain? Ist man jetzt schon Captain, wenn man einen rostigen Müllkutter über Wasser halten kann? Der einzige Captain, den ich kenne, ist Captain Seagull oben in Bellevue. Aber im Vergleich zu dem affektierten Idioten ist mir Boso allemal lieber. Also kennst du ihn? Ich trage gerade seine Unterwäsche, wenn du es genau wissen willst. Oh, okay. Jetzt haben wir es hundertprozentig erfahren. Das ist Bosos Freundin. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist denn das? Also, ich meine, ich mag Boso ja. Der ist ja ruhig und relaxed und schön chillig. Aber die Alte hier, Entschuldigung, also. Naja, gut, okay. Am besten. Ich gehe dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir nochmal auf die Nerven. Ich fasse es nicht. Es ist mir egal, ob ihr die neuen Nachbarn seid. Da könnte Stefano Stiletti persönlich mit einem Kuchen vor der Tür stehen. Ich würde ihn trotzdem mit der Nagelpistole. Was zum? Was willst du denn schon wieder? Ich gehe dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir noch mal auf die Nerven. Ich fass es nicht. Es ist mir egal, ob ihr die neuen Nachbarn seid. Da könnte Stefano Stiletti... Was zum... Was willst du denn schon wieder?
Ich gehe dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir noch mal auf die Nerven. Nein, okay, komm, das ist jetzt ausgebrannt. Ja, gut. Ja, was können wir denn mit der machen? Brauchen wir irgendwas von der? Nee, ne? Ja. Vordocks Werkstatt. Schauen wir da hin. Achso, da kommen wir hier raus. Ah ja. Gut. Zum Waffenladen. Im Übrigen, wo ist überhaupt dieses Geschäft? Müssen wir nicht in dieses komische Geschäft? Ja, okay. Oh, Sole mio. La, 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 la. Gut. Okay. Ach so. Wo geht's denn hier lang? Was soll das denn? Ein Gitter. Hey! Hallo! Was heißt denn hier Burg? Frechheit. Wer hat denn hier so... Wer war das denn? Er oder was? Glatzmatz der Gärtner. Ah ja. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Was war das denn jetzt? Was war das? Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. So, hier ist ein Gitter davor. Kann man da irgendwo hin? Können wir hier hingehen? Hallo! Ach, ein Vogelhaus. Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Ach, da ist eine Nase. Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Okay, naja, gut, komm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück zum Markt, weil hier kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht weiter. Ja, gut, wir müssen irgendwie diesen Laden finden. Dunkle Gasse. Ja, wir da mal schnell noch hin. Du-du-da-du-du-du-da. Rue Refus, Rue Refus, Rue Refus, super duper diffus. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Was war das denn jetzt, bitte? Was? Alter! Es scheint sich um eine Schrottgrabenkolonie zu handeln. Goldig. Ah ja, gut. Sie ist leer, wenn man mal von dem ganzen Ungeziefer absieht. Ach, das bisschen Ungeziefer. Gehen wir mal gucken. Vielleicht ist da ja was Schönes. Naja, Hauptsache gesund, ne, Rufus? Was ist denn los mit dir? Komm wieder raus. Ah ja. Eine Tür. Ah ja, eine gut. Eine einsame Tür in einer dunklen Gasse. Wohin sie wohl führt? Ja, klopfen wir mal an, ne? Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ist es wohl. Ist es nicht. Das geheime Klopfzeichen geht. Hehe, du Trottel. Jetzt hast du es verraten. Lass mich rein. Erst das Klopfzeichen. Na gut. Darf ich jetzt rein? Nein, warte. Ich habe mich vertan. Das war das alte Klopfzeichen. Was? Aber... Ich weiß. Eine Schande, dass wir es geändert haben. Ich konnte es mir viel besser merken. Trotzdem, wir benutzen jetzt das neue Klopfzeichen. Und wie geht das? Das ist geheim. Verdammt. Okay, dann müssen wir wohl das geheime Klopfzeichen finden. Naja, gut. Ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall mal in der nächsten Folge. Wir müssen ja eh erstmal die Datasette besorgen, wo wir noch nicht wissen, wo die ist. Aber das finden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge raus. Und, ja gut, dann war es das auf jeden Fall hier erstmal. Für weitere Infos natürlich zu meinen Let's Plays könnt ihr natürlich auch alternativ auf Facebook gehen unter Kanezone.
einfach suchen, weil ich da natürlich dann auch mal hin und wieder mal was schreibe oder so. Besonders nächsten Monat werde ich persönlich natürlich nicht zugegen sein, weil ich für ein paar Wochen wegfahre. Und von daher wäre Facebook doch ideal. Aber es wird auf jeden Fall natürlich die Brunia-Folgen geben, auf alle Fälle. Und ja, was sonst auch so auf meinem Channel läuft natürlich. Naja, gut. Genug geschwätzt, genug gelabert. Wir machen an dieser Stelle einfach einen wunderschönen Break. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und gehabt euch wohl, liebe Freunde.